oder benutzt in seinem Werk oftmals Referenzen aus unseren realen Legenden, Mythen und auch Sagen. So auch wieder beim neuen Wano Kuni Arc. In diesem Video schauen wir uns jetzt mal zusammen an, welche Mythen er sich bedient hat und wie er diese in Wano Kuni einbaute. Und damit, Konnichiwa Mano Otakus, ich bin's wie immer euer Zane und wie immer vorab würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und wenn gerade du neu auf diesem Kanal bist, dann smash einmal den Abo-Button, um auch in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und jetzt, Tanoshinde beim folgenden Video. Die Geschichte von Momotaro dem Pfirsichjung ist die Geschichte über Momonosukes Kampf gegen Kaido. Die Legende von Momotaro kennt in Japan jedes Kind. Die Geschichte erzählt von einem alten Ehepaar, das trotz Armut ein gutes Leben führte. Einzig eigene Kinder fehlten den beiden zu ihrem Glück. Eines Tages ging die alte Frau zum Fluss, um Kleider zu waschen, als plötzlich ein großer Pfirsich angetrieben kam. Erfreut über diese riesige Frucht, schleppte die Frau den Pfirsich nach Hause, wo ihr Mann ihn in zwei Teile schnitt. Und das Ehepaar staunte nicht schlecht, als ein kleiner gesunder Junge aus dem Pfirsich sprang. Sie freuten sich, dass ihnen ein Sohn geschenkt worden war, und dankten den Göttern und nannten den Jungen Momotaro. Das Ehepaar zog Momotaro liebevoll auf und er wuchs zu einem guten und schönen jungen Mann heran. Momotaro wollte seine Eltern aus der Armut helfen und machte sich auf den Weg nach Onigashima, die Insel der bösen Oni, weil es hieß, dass in der Oni-Höhle große Schätze versteckt sein sollten. Ausgestattet mit einer Keule und Hirseklößen begann er seine Reise, vertraute auch wie seine Eltern auf den Schutz der Götter bei seinem Vorhaben. Und tatsächlich, die Götter begleiteten ihn in der Gestalt von drei Tieren, die Momotaro auf dem Weg zur Insel traf und mit denen er die Hirseklöße teilte. Der Hund, der Affe und der Fasan halfen ihm daraufhin, sicher zur Insel zu kommen, wo sie in den Palast der Oni eindrangen und so den Kampf gegen die Oni starteten. Momotaro kämpfte gegen das Oni-Oberhaupt, wobei ihm die Göttertiere erneut halfen und trug den Sieg davon. Gemeinsam brachten sie die Schätze zurück zu dem alten Ehepaar. Von Momotaros Tapferkeit und Güte hörte auch eine hübsche Prinzessin, die sich ihn dann als Ehemann wünschte. Als Momotaro davon erfuhr, hielt er um ihre Hand an und schließlich heirateten sie. Zusammen mit seinen Eltern und den Göttertieren lebten Momotaro und seine Frau fortan ein glückliches Leben. Momotaro ist Kutsuki Momonosuke. Die Insel Onigashima ist natürlich Onigashima. Der König der Oni ist niemand anderes als Kaido himself. Die Waffe des Onis, das Kanabo, ist natürlich auch Kaidos eigenes Kanabo. Die Kibidangos bzw. die Hirseklöße, die vorkommen, ist natürlich der Ursprung für Otama. Der Hund, der in der Geschichte vorkommt, könnte möglicherweise Inuarashi sein oder Yamato mit ihrer Hundefrucht. Der sprechende Affe ist natürlich niemand anderes als Monkey D. Ruffy. Und der sprechende Fasan? Möglicherweise Marco der Phönix. Die Geschichte, wie Yamato no Orochi besiegt wird, ist natürlich die Referenz gewesen für Kurozumi Orochi, dem Shogun von Wano Kuni, und ist sogar zum Teil in seine Teufelsfrucht mit eingeflossen. Yamato no Orochi hat bereits 7 der 8 Töchter Ashinatsushis gefressen. Der 8. Tochter Kushinada Hime verspricht Susanoo aber Rettung, wenn er sie zur Frau bekommt. Kushinada Hime wird in einen Kamm verwandelt und in Susanoos Haar gesteckt. Danach lässt er Reiswein brauen, in 8 Krüge füllen und je einen Krug an eines der 8 Tore des Zaunes stellen, den er errichten ließ. Yamato no Orochi trinkt mit jedem seiner Köpfe einen Krug leer und schläft betrunken ein. Susanoo schlägt die Schlange in Stücke und der Fluss Hi färbt sich rot von deren Blut. Als er aber den mittleren Schwanz durchschlagen will, zerbricht sein Schwert. Im Schwanz findet er Kusanagi, das er den Göttern im Himmel schickt und später eines der 3 Throninsignien Japans werden soll. Yamato no Orochi ist natürlich eine Referenz für Kurozumi Orochi und seine Teufelsfrucht. Susanoo könnte als mögliche Referenz für Zoro, Momonosuke oder Hiyori dienen, je nachdem wer von ihnen Orochi letzten Endes den Gar ausmacht.
Kushinada könnte aber auch eine Referenz für Kutsugi Hiyori sein. Möglicherweise. Und das Kusanagi ist eine Referenz für das Ame no Habe Kiri. In der Legende wollte Yamato no Orochi Kushinada als letzte Frau, so wie jetzt in Wano Kuni mit Hiyori. Und das Kusanagi-Schwert wird in unserer realen Welt ebenfalls Ame no Habe Kiri genannt. Manchmal genannt eine Prozession, manchmal einfach nur als eine unkontrollierbare Horde von Onis und Yokas bezeichnet. Angeführt von Nuriarion, ein Monster, welches nicht gefangen werden kann. Es heißt, es versammeln sich 500 Dämonen. Einem jungen Adligen wird befohlen, das Haus in Kyoto zu schließen und sofort zum Gericht in Fukuhara zu gehen. Ein einziger Diener bleibt aber im Haus, um darauf aufzupassen. Doch als der Adlige zurückkam, fand er im Haus 100 Onis, welche in seinem Haus eine Party schmeißten. Diese Geschichte hat ihren Ursprung im Shinto-Feuer-Festival-Mythos der Kumano-Berge. Und dies erinnert uns doch stark an Kaidos Party, vielleicht sogar genauer genommen die Numbers, welche ebenfalls riesige Onis sind und immer nur Partys feiern und oftes mal einen saufen. Das Feuerfestival der Legende ist natürlich das Feuerfestival auf Onigashima. Der Diener, der zurückblieb, könnte möglicherweise Kiyoshiro sein, der ebenfalls beim Feuerfestival verblieb. Der Adlige ist dann Kurozumi Orochi und die Prozession sind die gefangenen Samurai. Dieser Mythos beherbergt zwei historische Figuren Japans, Minamoto Yoshitsune und Benkei. Die beiden bilden eigentlich die Hauptcharaktere für die Story der Ringo-Region, da sie die Inspiration für Onimaru und auch des Shimotsugi-Clans bilden. Benkei war ein Kriegsmönch, welcher in Japan des 12. Jahrhunderts lebte und Minamoto Yoshitsune ist eine der beliebtesten Figuren in Japan. Er war ein brillanter Krieger, welcher zwischen 1159 und 1189 lebte. Er half seinem älteren Bruder Yoritomo die Kontrolle Japans zu übernehmen. Später führte Yoritomo das erste Shogunat in Japan ein. Yoshitsunes Vater Minamoto Yoshihomo Oh Mann, okay, das Video sollte ja eigentlich ernst werden, aber sorry. Yoshihomo? wurde von seinem Gegner Taira Koyomori 1160 getötet, als Yoshitsune gerade einmal ein Jahr alt war. Kiyomori verschonte Yoshitsunes Leben und brachte ihn aber in ein Kloster in Kyoto. Hier lernte Yoshitsune ein buddhistischer Mönch zu sein. Die Legenden besagen, dass es nahe dieses Klosters war, auf der Goyo-Brücke in Kyoto, dass Yoshitsune auf Benkei traf. Eine bekannte Version der Geschichte besagt, dass Benkei in der Nacht sich unter der Brücke versteckte und alle zum Kampf herausforderte, welche die Brücke überqueren wollten. Er behielt die Schwerter seiner Gegner und so hat Benkei 999 Schwerter gesammelt und suchte nach dem 1000. Und traf dabei auf Yoshitsune. Benkei ist Gyukimaru bzw. Onimaru. Die 999 Schwerter von Benkei sind die Schwerter, welche wir in Wano Kuni in der Kammer gesehen haben. Die Goyo-Brücke ist in Wano Kuni die Oihagi-Brücke und Minamoto Yoshitsune ist Ushimaru Shimotsuki. In den Legenden heißt es, dass Yoshitsune aufgrund von Verrat verstarb. Ähnlich wie zum Beispiel in Wano Kuni mit Orochi, letzten Endes hat er ja alle Samurai verraten. Und das Interessante an der Sache ist, dass diese Legende sogar die Theorie unterstützt, dass Zoro ein Shimotsuki ist. Denn laut der realen Legende heißt es, dass Yoshitsune einen Sohn hatte mit einer seiner Bediensteten und diese sei mit einem noch ungeborenen Kind geflohen, als Yoshitsune verstarb. Interessant. Ähnlich könnte es doch auch mit Zoro gewesen sein. Dann wäre tatsächlich Ushimaru Shimotsuki Zoros Vater, welcher ebenfalls ein Kind hatte vielleicht mit einer Bediensteten, vielleicht hieß sie ja zufälligerweise Lauren oder ähnlich. Und dann ist sie geflohen in den East Blue mit dem kleinen, noch ungeborenen Zorro. Die Shimbara-Rebellion war der größte zivile Konflikt der Edo-Periode und war eines der wenigen schlimmen Ereignisse während des Tokugawa-Shogunats. Die Shimabara-Rebellion war ein Aufruhr der katholischen Bauern in Japan zwischen 1637 und 38. Die Rebellion startete aufgrund von Steuererhöhungen und der Verfolgung der Katholiken während des Tokugawa-Shogunates.
Das Shogunat selbst entsendete 125.000 Truppen, um die Rebellion zu unterdrücken am Schloss Hara. Die Verfolgung der Christen wurde zu der Zeit verstärkt, was gleichzeitig zur Isolation Japans führte. Einige interessante Dinge dabei waren: Die Rebellion selbst wuchs in der Nähe des Hara-Schlosses. Der Fakt, dass Miyamoto Musashi gegen die Truppen kämpfte sowie die Ninjas und dass die Rebellen endgültig besiegt wurden. Emusaku Yamada, so wird's bis heute geglaubt, war einer der Verräter des Tokugawa-Shogunates. Tokugawa-Shogunat ist natürlich das Shogunat rund um Orochi Kurozumi. Die Shimabara-Rebellen sind die Ninja-Piraten-Ming-Allianz. Das Schloss Hara ist Odens Schloss. Die Koga-Ninjas sind Orochis Oniwabanshu. Und Emusaku Yamada ist vermutlich Kurozumi Kanshuro, welcher ebenfalls ein Verräter der Rebellion war. Das Tokugawa-Shogunat wurde angeführt vom Tokugawa-Clan von 1603 bis 1868. Sakoku war die Isolationspolitik des japanischen Tokugawa-Shogunats. Japan hat zu dieser Zeit seine Beziehungen und Verhandlungen mit fremden Ländern auf ein Minimum reduziert. Fremde durften nicht in das Land einreisen und Japaner durften das Land nicht verlassen. Die Sakoku-Politik ist eine Politik, die Wano Kuni schon vor Jahrhunderten einführte. Denn Samurais in Wano Kuni ist es nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Genauso können aber Fremde nur sehr schwer in Wano Kuni eindringen. Sie waren eine polizeiliche Spezialeinheit des Tokugawa-Shogunats. Die Polizeistreitkraft, die Mimawarigumi, gibt es so gesehen auch in Wano Kuni. Denn dort gibt es eine Eliteeinheit von Samurai, welche ebenfalls Mimawarigumi genannt werden. Immer wieder in der Geschichte Japans haben Shogune Schwerter beschlagnahmt, um ihre Vorherrschaft in diesem Land zu zementieren. Doch es gibt noch interessante Geschichten aus der Vergangenheit Japans, die gut in Wano Kuni passen würden, aber bis dato immer noch fehlen, aber möglicherweise noch kommen könnten. Zum Beispiel Kurofune bzw. schwarze Schiffe. Die Einreise westlicher Leute am Strand von Edo. Und dies war letzten Endes der Grund, warum Japan seine Grenzen öffnete. Möglicherweise könnte dies eine Anspielung sein, dass die Marine oder die Strohhut-Großflotte oder vielleicht sogar wegen schwarzer Schiffe Blackbeard kommt und dann erst Wano Kunis Grenzen geöffnet werden. Die Rache der 47 Ronin ist ungefähr rund um die 1800er passiert, wo eine Bande von Ronin den Tod ihres Meisters rächen wollten. Und dies könnte als Vorlage für die neuen roten Schwertscheiden gedient haben. Auch gibt es einige Namensverbindungen. Oden könnte an Oda Nobunaga angelehnt sein. Nicht nur ist der Name recht ähnlich, sondern er war auch der letzte Noble vor dem Tokugawa-Shogunat. So wie in One Piece der letzte Kutsuki vor dem Kurozumi-Regime. Zudem wurde ebenso wie bei Oden sein Schloss niedergebrannt. Zudem ist aber Oden auch an Goemon Ishikawa angelehnt, alleine schon wegen dieser Pose. Kinemon ist angelehnt an den Kinmon-Vorfall, welcher ebenfalls eine Rebellion gegen das Tokugawa-Shogunat war. Raizo, möglicherweise eine Referenz an Hanzo, ein berühmter Ninja des Iga-Clans. Ashura Doji ist benannt nach dem Yokai Shuten Doji. Kawamatsu ist inspiriert durch den Mythos des Urashima Taro, welcher ein Fischer war, welcher eine kleine Schildkröte rettete. Und das waren alle Anlehnungen an die reale Welt, die ich in Wano Kuni finden konnte. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben und den Abo-Button smashen, damit ihr auch in Zukunft keines meiner weiteren Videos mehr verpasst. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Nerd. Sayonara.